Herzlich willkommen, Leute, und heute zeige ich euch mal mein Wargear Pau 3. Oh, scheiße, falsche Seite. Und es heißt... Night... Mehr. Ein Wargear Pau 3, Nightmare. Ihr habt sie schon gesehen. Ich zeig's am besten nochmal von allen Seiten. So. Von Wobbler 2001. Und hier ist auch schon die Brücke. Ja. Oh, die Automatik ist. Ja, ich will die gleich nochmal auf. So, und dann Scheinwerfer sind ja gerade an. Also. Ich schließe einfach mal so einen Weg da drunter. Damit ich immer viel schneller bin. Scheiße. Ja. So, hier. Das sind die Scheinwerfer. Na, warte. Ich mach mal hier nach. So. Ja, da sind sie. Ach. Ja, ich habe sie so eingestellt, dass es immer nur Tag ist. Dann. Also ihr habt gesehen. Wir sind hier gerade an. Und über diesen Schalter habt ihr die Macht, sie auszumachen. So. Und tada! Aus. So. Ich möchte ja immer ein bisschen Strom sparen, ne? Ja. Lasst da am besten so aus, wenn es wirklich dunkel ist. So, und wenn ihr hier reinkommt, könnt ihr auch den Eingang hier versperren, dass hier keiner herauskommt. Und dann könnt ihr hier die Dispenser anmachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die beladen sind, aber ich mache sie einfach mal an. Und es sieht aus, als wären sie nicht geladen. Ich nehme einfach mal hier noch ein paar Feuerkugeln oder so. So, nehme ich mal hier ein Stack. So, und dann würde jetzt jeder einzelne von denen hier... Hallo? Tja, also anscheinend war das hier die Leitung, die ich gespielt habe. So, dann würde jeder... Ja, dann würde hier jeder einzelne von diesen Dispensern so Feuerbälle schießen. Das wäre dann ziemlich cool, weil das hier ist nur einer. Und insgesamt hat der hier 20. Also mit denen hier unten. Und ja. Fliege ich hier nochmal. Mach die schnell aus, weil die es zum Längen bringen. Und dann gibt es ja auch noch ein ganz cooles Feature von diesem Wargear. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das so ist. Hat der Schadenssensoren. Also, wenn der hier getroffen wird, wir sagen mal, er wird, wo auch immer das ist hier, ich habe es total vergessen. Ich mach's mal so hier. Ja. So, er wird ja getroffen. So, anscheinend müssen wir weiter hier rein. Also, ein bisschen Panzerung hat er hier schon noch. Wo ist es hier? Ach, da. Dann machen wir das am besten mal so. Mal so, damit auch ja nichts Wichtiges noch kaputt geht. Das ja, das ich noch zeigen muss. So. Das hier explodiert. So. Hier. Und hier, ihr seht's, die linke Seite ist jetzt hier beschädigt. Und was passiert, wenn die linke Seite beschädigt ist? Also da ist jetzt so Sand dahinter.
Und wenn der runterfällt, passiert ihr Folgendes. Nicht, ein Alarm ist an. Schaden links. Rechts wurde er noch nicht getroffen, aber das kann man ändern. So, dass der dann... Ja. Ja. Schaden kriegt. Bam. So, jetzt hat der Schaden gekriegt. Und wo ist es? Da. Schnelldurchgang. Jetzt ist hier auch Schaden rechts an. Und einfach, weil... wo war das hier? Also, oben. Dort. Weil das hier jetzt alles zum Laggen bringt. So, machen wir das da aus. So. Das da, weiter haben wir das hier richtig ausgemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das haben wir richtig ausgemacht. So. So, ist jetzt alles ein bisschen im Arsch, aber ist auch nicht so schlimm. Ihr habt gesehen, es hätte funktioniert. Und, tja, dann geht's ja auch schon weiter zu den Kanonen. Hier sieht man leider ein bisschen Technik, weil ja, ich wollte alles möglichst weit hinten verlegen. Damit hier, damit die erstmal die Panzerung durchschießen müssen. Und das war gerade sehr dumm von mir. Also schlau. Mal nur schlaue Sachen hier. Ist ja unmöglich, dass mal passiert, dass ich was Dummes mache. So, und dann muss man hier die Falltüren so machen, damit hier kein TNT zwischenfällt. Und dann kann man hier beladen. Und das sind hier auch ganz nette Kanonen hier. Nicht. So. Dann diese Seite hier beladen. Und diese Seite belädt man genauso, weil es hier eigentlich gleich ist. So, und dann machen wir das jetzt zu. Upsala. Und... Ach, ja. Das hier zu, und dann können wir damit gleich auch schon schießen. Ich gucke hier nochmal, ob hier... nicht vielleicht doch irgendwie schon Schaden ist oder so, sonst muss ich den ausbessern. Was dann ziemlich scheiße ist, weil ich gerade kein Würde drin habe. Und scheiße, ich habe sogar Schaden drin. Ja, wir sind dann gleich, Leute. So, da bin ich auch schon und ich habe dir jetzt mal die Automatik aufgefüllt. Aber weil wir es können, war... Ja. Ach ja, und was ich auf jeden Fall noch zeigen muss, damit er jetzt nicht irgendwas denkt oder so. Ich habe den Block repariert, der ist jetzt komplett heil. Das hat ewig gedauert, weil ich kein Worte da drin habe. Es wäre eigentlich viel schlauer gewesen, mir Worte da reinzumachen, weil das schneller wäre, als hier die Drecksarbeit zu machen. Und wir feuern auch schon mal die erste Kanone ab. So, und wie ihr seht, sie schießt zweimal hintereinander. So. Und dann die andere. Zeige ich es hier nochmal so. Erst schießt unten. Und direkt danach kommen auch schon die oberen hier nachgeflogen. Und schießen. Und, naja, wir gehen jetzt einfach mal drüber. Und mit dieser Kanone hier sollte ich nicht schießen. Nicht, als ich eben noch was gemacht habe. Also, naja, da habe ich ein paar Repeater oder so weggehauen. Und deswegen spare ich mir die lieber für den Schluss. Aber was ich auch mal gemacht habe, ich habe die Automatik mal aufgefüllt. Warte, kann ich hier hoch? Ja, ich glaube, ich... Also ich könnte es vielleicht, aber unten würde schneller gehen, weil das ja einfach so nach oben geht.
Also, machen wir jetzt einfach mal die Automatik an. So, und gucken ja auch ein bisschen zu. So, das sind ja... links hat... Hat links sich in die Luft gejagt? Ich weiß es gar nicht. Ihr seht ihr schon, das macht ordentlich Flächenangriff. Also... Irgendwie hat sie ja einmal falsch geschossen. Ich weiß jetzt nicht, was so mit der anderen Seite los ist, aber naja. Die hier klappt auf jeden Fall. So, was das? Nein. Jetzt war es aber. Und wir gucken uns auch schon mal den Schaden von der ersten Automatik an. Das hier ist mal ein ordentlicher Schaden, dafür, dass man nur einen Hebel umlegen musste. Und wo ist hier der Glowstone? Da. Wo die tiefste Stelle ist. Hier. Blöcke, das ist jetzt schon ziemlich viel. Also man könnte ja auch ein bisschen mehr machen, aber ich meine, ich würde Automatik nicht so gern zu groß machen, weil wenn die sich ja mal in die Luft jagen, tja, dann ist das umso schlimmer. Und ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut und gucke mal, was mit der linken los ist. So, ich habe das Problem gefunden und jetzt machen wir die einfach nochmal an. Und gucken uns an, wie hier die zweite Seite schießt. Und jetzt hört ich es auch hier. Das PNT wieder gezündet. Und dann kommt hier die zweite Ladung. Und schafft es vielleicht sogar, das hier so zu verbinden. Und der hat schlimmer Schaden. Die hat gerade irgendwie, da wäre jetzt zu Ende geschossen oder so, weil... Naja. Ich habe irgendwie nichts mehr gehört, aber egal. So. Naja, verbinden tut sich leider nicht, aber... Macht ihr trotzdem ganz guten Schaden. So, jetzt ist aber zu Ende hier. Und... Was ist denn hier tiefer? Ja, ich schätze mal, die sind ungefähr gleich tief. So, und hier noch unser Schaden, wo wir eben die Schadenssensoren ausgetestet haben. Upsala. So, und dann gehen wir jetzt auch mal hoch. So, den hier haben wir schon geschossen. Und ich würde sagen, wir schießen jetzt nochmal mit der ganz oberen. Oh, Fail, fehlt eine Leiter. Fehlen zwei Leitern. Fail. Aber egal. So, da sind wir jetzt bei der Riesenkanone und die dauert so lange zum Nachladen, dass ich jetzt sogar einen Cut mache. Jetzt habe ich hier die Streu mal komplett beladen und wir schießen ja jetzt sogar einfach mal. So. Und so, und der hat sich nicht in die Luft gejagt. Es hat nur einen kurzen Leck gegeben. Und jetzt ist hier so ein gigantischer Schlitz im Rohr hier drin. Also es wäre, in dem Fall hier ist es nur ein Block, der total in die Breite geht. Und also für eine Streu hat die hier schon relativ viel Panzerung. Kommt dafür nicht so. Naja, also fällt ein bisschen runter hier alles. Weil ich meine, das sind 114 TNTs, die hier mit einem Schuss verschossen werden. Deswegen leckt es da auch kurz ein bisschen. So, und hier ist dann ein moderner Ausguck. Nämlich kann man hier... Oh, da fehlt ein Block. Scheiße, muss ich fixen. Nämlich kann man hier einfach, ohne Glas oder so, einfach perfekt den Gegner hier sehen, ohne dass es irgendwas an der Panzerung ausmacht. Also jetzt...
Hier vielleicht ein ganz bisschen, aber ich meine, man hat die breiteste Aussicht, die man eigentlich kriegen kann. Man kann von hier alles sehen. Und es ist auch nochmal auf der anderen Seite. Upsala. Scheiße. Auf der anderen Seite ist es auch nochmal vorhanden, dass dieser Ausguck hier. So. Und man sieht einfach alles und die Panzerung bleibt sehr stabil dadurch. Weswegen ich diesen Ausguck hier auch gewählt habe. Und ihr seht hier auch schon, es ist, ihr seht schon, ich habe die Automatik noch angelassen. Fail. Ja, und es ist hier komplett mit Endzone gepanzert. Ich mach die Automatik schnell mal aus, weil die es so zum Laggen bringt. Und darauf habe ich auch geachtet. Jetzt sehe ich nur aus irgendeinem Grund, ist hier jetzt dieser eine Block nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es darauf ankommen würde. Trotzdem werde ich das jetzt gleich nochmal beheben. Und die Kanone kann ich eigentlich auch mal ausmachen. Also, geht ja auch der Lauf wieder zu. Um die Panzerung stabil zu halten. Und dann ist hier eine Kanone, die ich selber entwickelt habe. Also ich habe ja fast alle selber entwickelt, aber außer eine. Ist auf die CSV4 Kanone, aber die dürfte jetzt eigentlich auch jeder von euch kennen. Und ehrlich gesagt habe ich diese Kanone hier so oft eingebaut, die CSV4, eigentlich schon die Hälfte oder so ist. So, und dann schieße ich hiermit. Diese Kanone ist nicht ganz so gut wie das CSV4 Geschütz. So. Und ihr habt ja ganz kurz gesehen, der Lauf geht hier, wenn man schießt, auf. Das TNT geht durch und dann geht er direkt wieder zu. Und genauso ist es auch auf der anderen Seite. Wo wir hier auch den zweiten dieser Ausgucks haben, falls man da irgendwie hier gerade auf der Seite ist. Und ich bin so scheiße dumm. Gibt's gar nicht. So, und jetzt haben wir die hier auch noch geladen. So. Ja. Dieses Worge entspricht dieses Worge entspricht übrigens den zweiten Regeln von Mr. Creative. Also nach diesen Regeln wurde es gebaut. Mein V1 wurde hier ohne Regeln gebaut, genau wie mein V2 und Scheiße. Das hat irgendwie so ein bisschen angehört, als hätte sich da was in die Luft gejagt. Naja, ich habe keine Ahnung. Und wir gehen jetzt erstmal auf diese Seite hier. Und auch erstmal an den Rand. Und fail. Und beladen wir die CSV4 Kanone von Fumida 85. Die ich hier, naja, ich weiß nicht, wie oft eingebaut habe. Ich glaube 8-mal. Upsala. Ach, ich sollte mal vielleicht lieber so. Vielleicht kennt es ja manche von euch. Das ist irgendwie so ein Trick oder so. Dass die Kanone so oft in die Luft jagt. So. Und dann schießen wir hier mit der da. So. Haben wir die hier auch schon wieder beladen. So. Und abgefeuert. So. Alles hier nach Plan. Die feuere ich jetzt nicht ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Delay wieder richtig eingestellt habe. Aber mit der hier kann ich mich schießen. So, ist sie auch gleich schon wieder geladen. Upsala. So.
die hier hat sich auch nicht in die Luft gejagt. Mit der hier, da müssen wir uns mal merken, dass wir da gleich nochmal mitschießen. Und, ach nee, das waren hier die Crossbows. Okay, dann glaube ich, war's das jetzt mit allen Kanonen, bis auf der einen. Ja, so sieht hier der Schaden aus. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, Tatsache, das ist die einzige Kanone, die hier noch nicht geschossen hat. Und danach gucken wir mal, welche Kanone hier so den besten Schaden gemacht hat. Irgendwie glaube ich, es ist auf jeden Fall die Automatik. Es kann ja nur die Automatik sein. Eigentlich. Und ich bin jetzt gerade so am Hoffen, dass sie sich jetzt nicht in die Luft jagt. Also, wenn sie sich in die Luft jagt, habe ich wahrscheinlich das Delay da falsch wieder eingestellt. Wobei ich dumm bin. Sowas sollte nicht passieren. Oh, und sie hat sich nicht in die Luft gejagt. Sauber. Ich bin gar nicht mal so dumm. Und das Glowstone hätte im Inventar behalten sollen. So. Und wir gucken einfach mal den Schaden, was hier bis auf die Automatik den tiefsten Schaden gemacht hat. Ach, das hier waren die Crossbows. Das war gar nicht die Automatik da. Das war hier... Das waren die Crossbows. Okay. Und das war gerade so unnötig, das Weghauen. Ihr habt mit CSV4 total abgekackt. Blöcke, also hat doch nicht abgekackt. Also hier die Streu, ja jetzt garantiert die tiefste Stelle, aber ich meine, sie ist eigentlich auch nicht dazu da, um tief zu kommen, sondern um großen Schaden zu verbreiten. 13 Blöcke von der CSV4 und ich bin so unnötig, warum ich die ganze Zeit wegschlage und jetzt kommt meine Kanone, die voll scheiße geschossen hat, garantiert, ja. 11. Ups, ja, 12, ne? Nein. 11. Mal gucken, ob es auf der Seite besser war. Sieht nicht so aus. Total abgekackt. 9 Blöcke. Also, das ist eigentlich nicht normal. Keine Ahnung, was da los war. 8 Blöcke, also... 8... 0... 8 Blöcke, also das hier ist CSV4. Also, die meisten von euch dürfen die kennen. Die CSV4 schafft eigentlich nicht 8 Blöcke, sondern meistens über 10. Also, immer über 10. Meistens so... 13, 14. Und dieser Schuss hier hat 15 geschafft. Wahrscheinlich, weil der hier in den Schaden von der Streukanone reingeschossen hat. Nee. Einfach so. Ja, dann war das hier ein guter Schuss mit der. Und so sieht hier der Schaden aus. Also in diesem Bereich hier wird das Warrior ziemlich kaputt gemetzelt. Und der Block ist ja auch ein bisschen größer, als ein Warrior sein sollte. Ja, also, das ist hier so das Warrior V3 von mir. Und ich würde sagen, ich beende hier einfach mal und ciao. Ups.